Grüße dich, herzlich willkommen zum zweiten Video in der Europäischen Woche des Sports bzw. der Bewegung. Gestern habe ich dir einmal erklärt, dass es auf die Bewegungsqualität ankommt. Und da möchte ich jetzt direkt mit dir starten. Ich möchte jetzt direkt mit dir die Übung loslegen. Ich habe dich gebeten, gestern ein Foto von dir zu machen, von deiner Haltung, weil deine Haltung wird sich jetzt magisch verändern. Und das ist echt der Hammer. Deswegen, wenn du es noch nicht getan hast, das Video hier mal kurz auf Stopp machen und Foto direkt machen. Handy nehmen, an die Seite stellen, machst am besten im Stehen, ja, hüpfst so zweimal drauf auf der Stelle, Foto, von vorne zwei, dreimal auf der Stelle, Foto. Und dann machst du jetzt die Übung, die jetzt kommen. Und zwar fangen wir erst einmal an. Und zwar ist einmal ein Bein nach vorne stellen, der Fuß geht hoch und runter und drückt immer der große Zeh in den Fußboden rein. Hier, zack, zack. Die Hände ziehen zur Fußspitze. So weit runter, wie es geht, zwei, dreimal, kommst wieder hoch, der Fuß macht weiter die Bewegung. Und jetzt wieder runter. Und hoch. Und wieder runter. Du machst direkt mit. So wie ich es auch mache. Noch einmal runter und einmal hoch. So, jetzt kommt die andere Seite. Fuß hoch und runter. Zack, zack und runter. Wieder hoch und wieder runter. Das wird jetzt ordentlich ziehen, vor allem wenn du noch nicht so viel gemacht hast. Und wieder runter. Und wieder hoch. Und wieder runter. Und noch einmal hoch. Nochmal runter. Und wieder hoch. Du wirst auch merken, dass es am Anfang von der Koordination her schon etwas anspruchsvoller ist. So, dann. Jetzt haben wir die Füße bewegt, das ist ganz wichtig, Fußbeweglichkeit, habe ich dir gestern erklärt, dass da schon mal das Übel bei den meisten Menschen anfängt. Ja? Jetzt werden wir hier deinen Hüftbeuger befreien. Jetzt machst du Folgendes, die Fersen richtig schön in den Fußboden reinschrauben, richtig fest machen. Jetzt schiebst du dein Becken hier nach vorne, die Arme nimmst du nach hinten und drehst den Daumen nach außen. Das Ganze sieht dann so aus, ich zeig das mal von der Seite, so. Zwei, dreimal. Wichtig, nicht ins Hohlkreuz gehen, also nicht den Oberkörper hier nach hinten reißen, sondern das Becken aufspannen. Das Becken nach vorne schieben, Pobacken zusammenkneifen, Bauch einziehen. Ja? Dann ist der Rücken safe. Jetzt hier, zwei, dreimal. Da wippst du rein, hier, und die Arme machen hinten Drehbewegung. Jetzt streckst du die Arme nach oben und ziehst dich nach unten. Kommst wieder hoch, graue Bewegung nach hinten und dann mit dem Becken wieder aufspannen. Hoch, wieder runter. Hoch, nach hinten. Hoch, runter. Wenn du noch nicht so tief kommst, nicht schlimm. Du merkst mit jedem Mal, wenn du hinten warst, du oben bist und wieder runter kommst, du kommst immer ein Stück weiter. Hoch und wieder runter. Hoch und wieder runter. So, das reicht schon. Die zweite Übung. Jetzt kommt die dritte Übung. Und das reicht dann schon. Mit diesen drei Übungen, es geht ja um Bewegungsqualität, sind alle Faszienstrukturen berücksichtigt. Und du schaffst deinen Ausgleich. Und das führt dazu, dass sich deine Haltung sofort verbessert und verändert. Und du dich einfach lockerer und leichter fühlst. Folgendermaßen. Leicht in die Knie, ein Bein nach vorne, Fußspitze reindrehen, ins beide Hände, ziehst du runter, kommst hoch und drehst dich raus. Runterziehen, hochkommen und rausdrehen. Hochkommen und rausdrehen. Hochkommen und rausdrehen. Die ganze Zeit Fuß hochgezogen halten, ja, und reindrehen die Fußspitze. Hier nach außen ziehen. Hochkommen und rausdrehen. Wieder runter, hochkommen und rausdrehen. Runter, hochkommen und rausdrehen.
Okay, jetzt die andere Seite. Fuß reindrehen und in die entgegengesetzte Richtung rausdrehen. Zack, zack, hochkommen. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und noch einmal. Zack, zack. Ja. Das ist Bewegungsqualität. Wenn du viel sitzt, mach diese Übung. Wenn du eine einseitige Bewegung hast im Alltag, mach diese Übung. Du wirst den Unterschied merken. Gerade diese Kombi ist echt der Hammer. Wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne hier in der E-Mail antworten. Einfach auf die E-Mail schreiben, dann schreibst du mir. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag. Morgen gibt es das nächste Video. Da geht es darum, was Stress in deinem Körper anstellt und dass du unbedingt da was tun solltest, vor allem für dein Gehirn, um quasi den Stress keine Chance zu lassen. Weil Stress hat sehr, sehr schlechte Eigenschaften auf unserem Körper. Leider, 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 muss man so sagen. Und die Thematik dabei ist, dass das kaum jemand auf dem Schirm hat. Also wenn du zum Arzt gehst, weil du Rückenschmerzen hast, ständig verspannt bist, Nackenschmerzen hast, dann wird der Arzt dir da nicht helfen können. Aber es gibt eine Methode, wie du da Abhilfe schaffen kannst. Und diese Methode wirkt, es ist echt der Hammer. Ich habe das ja schon jetzt mehrfach erlebt. Ich habe ein Video dazu auf YouTube auch schon kreiert. Aber ich werde dir morgen erstmal so ein bisschen da auch mehr Einblick geben. Das habe ich nämlich auf YouTube noch gar nicht gemacht. Da habe ich nur die Übungen erklärt. Aber ich habe nichts zu der Wirkungsweise erklärt, was denn da genau passiert, warum diese Übungen so magisch sind und da auch den Unterschied schaffen. Und da darfst du dich auf morgen freuen, da werde ich dir das genau erklären, das Modell. Und ja, und du wirst davon profitieren. Und deswegen wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann im morgigen Video. Bis dahin, ciao, dein Tobias.